Ja, hallo, dein ganz herzliches Willkommen zu einem schnellen OMSI 2 Tutorial. Heute möchte ich euch mal schnell zeigen, wie man die Musik im Busbetriebssimulator umändert. Also die Musik im Hauptmenü. Jeder kennt die Musik. Einige finden es nervig, einige finden es toll. Ich persönlich, naja, sage, es geht so, ne? Aber man kann es umändern. Und ihr könnt es natürlich auch umändern. Ihr müsst mir einfach nur dasselbe machen, was ich mache. Und schon habt ihr eure Lieblingsmusik im Hauptmenü als Musik. Wie das Ganze geht, ist ganz einfach. Ihr öffnet eure Musikdateien, Ordner oder so und sucht eure Musik raus, was ihr gerne im Hauptmenü hören möchtet. Ich nehme das jetzt hier zum Beispiel, was ich für den Stream von den Livestream genommen habe, die Streammusik von KST Beats, weil das eigentlich eine geile Mucke ist und da kopiere ich jetzt einfach mal was raus. Kopiert das Ganze, wichtig ist, dass das Ganze in MP3-Format ist. Danach geht ihr in euren OMSI 2-Verzeichnis, geht in den Ordner Busbetriebssimulator und geht auf Sounds. So, hier findet ihr zwei Musikdateien. Erstmal fügt ihr eure Musikdatei rein. So. Wichtig, Musik 2 ist die Musik, die im Hauptmenü abgespielt wird. Das heißt, entweder löscht ihr die Datei oder ihr macht eine Sicherheitskopie, indem ihr die einfach zum Beispiel Musik 23 nennt. Damit kann nichts passieren. Wichtig ist, jetzt müsst ihr eure Musik, die ihr gerne hören möchtet, ebenfalls umbenennen. Wenn ihr das nicht macht, habt Wenn ihr das nicht macht, habt ihr im Hauptmenü keine Musik. Ist blöd, ist aber wirklich so. Und zwar geht ihr auf Umbenennen und nennt eure Lieblingsmusik jetzt Musik 2. Und das war's. Nun wird eure Musik im Busbetriebssimulator als Hauptmenü ausgeführt und das Ganze kann ich euch noch mal schnell zeigen, indem wir mal den Busbetriebssimulator schnell starten. Ja, möchte ich ausführen. Dann könnt ihr mal sehen, dass das Ganze funktioniert. Updates werden installiert, super. Kann jetzt ein bisschen lange dauern, ne? Ihr kennt ja den Busbetriebssimulator. Er ist halt nicht der schnellste. Vor allem, wenn er ein Update gemacht hat. Manchmal läuft er schnell, manchmal läuft er langsam. Und schon hört ihr eure eigene Lieblingsmusik im Busbetriebssimulator als Hauptmenü. Auch schön, dass der Busbetriebssimulator hängen bleibt, obwohl man auf Beenden klickt. Aber das hat jetzt nichts mit der Musik zu tun. Keine Sorge, das ist manchmal an dem Busbetriebssimulator selber, das halt noch rumspinnt. Es ist halt noch nicht so ein ausgereiftes System, sag ich mal so, weil der hat noch einige Macken und da muss noch ordentlich noch was dran getan werden. Aber egal. Das war das Tutorial, wie man seine Lieblingsmusik im Busbetriebssimulator Hauptmenü einfügen kann. Ich finde, das ist ganz einfach und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch diese Musik hier umändern. Ich habe die bisher noch nie gehört. Wahrscheinlich wird die im Singleplayer auftauchen, keine Ahnung. Aber wenn euch diese Musik auch nicht gefällt und ihr habt die im Busbetriebssimulator gehört, dann kopiert einfach eure Lieblingsmusik, fügt sie hier ein und nennt sie einfach nur Musik. Und somit habt ihr dann zwei Lieblingslieder in euren Busbetriebssimulator. Das war's vom Tutorial, zum schnellen Tutorial. Ich weiß, es sind noch einige Tutorialwünsche offen, aber teilweise ist das Problem, einige Tutorialwünsche sind für OMSI 2 einfach übermächtig, überfordernd. Deswegen kann sich das Ganze meistens auch noch ein bisschen verzögern. Ich bitte um Entschuldigung. Ihr kennt OMSI 2. Er macht, was er
macht und was er nicht machen soll, macht er halt. Und das ist komisch. Aber egal. In diesem Sinne war's das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Twin Om CTV.